jeder herkömmliche Hobel schneidet hin eine Scheibe, der Rückweg ist umsonst. Bei diesem Hobel haben wir vier Messer, die der Reihe nach beweglich angeordnet sind. Das bedeutet, er schneidet hin und auch auf dem Rückweg. Also man kann in Zeiten bearbeiten, hat aber nach Kurzzeit einen Salat in der Schüssel. Wichtig bei diesem Gerät, bitte die erste Minute langsam arbeiten, denn genauso schnell wie das hinten rausfällt, genauso schnell wird es auf der Oberseite kürzer. Das ist also ganz wichtig. Tipp von mir bei kleinen Reststücken, der beste Restehalter für diesen Gemüseschneider ist die gewöhnliche Haushaltsgabel. Da kriegt man selbst keine Sachen wie so ein Radieschen. Einfach knapp mit der Gabel auf, da ist der Finger auf der Oberseite. Man kann gefahrlos einfach drüber hergleiten und selbst kleinste Radieschen einfach mit in den Salat schneiden. Also sollten Sie jetzt mit der Gabel über die Messer rutschen, ist dies überhaupt nicht schlimm. Die Messer sind in der Wölbung von innen geschliffen, da kann man auf diese Art nichts beschädigen. Das hier ist das Reststück. Genauso gehen wir vor, wenn wir Zwiebeln schneiden. Bei der Zwiebel gibt es einen ganz kleinen Trick. Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Wurzel mit dran bleibt. Denn nur da hält auch die Gabel. Also hinter der Wurzel rein, so kann die Zwiebel nicht abbrechen. Und alles, was wir hier jetzt wieder drüber hergeben, im Handumdrehen feinste Zwiebelringe. Das Einzige, was übrig bleibt, ist das Reststück. Das hätten wir sonst wahrscheinlich schon am Anfang abgeschnitten. Und wir haben im Handumdrehen den schönsten Gurkensalat. Wichtig bei diesem Gerät die Reinigung. Einmal kurz unter fließendes Wasser ist der wieder sauber. Der darf aber auch gerne in die Spülmaschine. Das ist das Schöne am Edelstahl. Alles, was man da lang drüber hergeben möchte, wie die Zucchini, lang drüber her, gibt es lange Scheiben. Für asiatische Küche, Wokgerichte, Gemüselasagne, also eine Scheibe wie die andere, sind hier auch gleichmäßig gar. Genauso schön aber auch in härteren Dingen, zum Beispiel Möhren, Rettich. Ja, also alles, was sie lang drüber hergeben, fällt auch lang unten raus. Und nur noch ganz kurz das Schönste am ganzen Hobel. Meiner Meinung nach das Krautschneiden, ob Sie jetzt einen Weißkohl nehmen für einen Krautsalat oder Rotkohl für Rohkost. Man steht zu Hause in der Küche, quält sich mit dem Messer, so fein wie es geht. Manche Leute schneiden mit der Brotmaschine, habe ich auch schon mal gesehen. Die stellen die auf dünn und gehen so dran her. Jeder herkömmliche Gemüsehobel, da hat man in der einen Hand den Hobel, in der anderen Hand den schweren Kohl. Hochheben ist umsonst und runter wird nur einmal geschnitten. Das ist Fitnesstraining für jede Hausfrau. Also wir machen das mal ganz anders. Der Kohl wird einmal halbiert, wird flach auf den Tisch gelegt und da bleibt er liegen. Und dann nimmt man den Hobel in die Hand und mit diesen vier Messern arbeiten wir wie mit einer Feile. Wir setzen an einer Ecke an, arbeiten hin und auch wieder zurück. Also er schneidet auch hinten auf dem Rückweg. Ich arbeite auch hier mit acht Messern gleichzeitig und habe im Handumdrehen ein wunderbar fein geschnittenes Ergebnis. Ist die Ecke wegrasiert, habe ich anschließend zwei neue, wo es weitergeht. Ganz lose Blätter mal eben an die Seite, dann machen wir hier oben weiter oder hier unten weiter. Auf diese Art kann man sich wirklich rund um den Kohl arbeiten, bis man dann letztendlich wirklich nur noch den Schrunk übrig hat. Und das Ergebnis ist absolut unschlagbar. Also so schön fein schneide ich Kraut und Zwiebeln. Kostet 724 Euro, wird aber am Ende der Vorführung gleich viel billiger. Eine Sache müsst ihr noch gesehen haben, ich habe euch hier jetzt die ganze Zeit in Scheiben gezeigt. Ja? Wir haben hier an der Seite einen kleinen Hebel und wenn man dagegen drückt, da geht das Messer auf. Man kann das hier an der Seite öffnen, kann das Messer einfach rausnehmen und genauso einfach wie das Messer hier rausgeht, geht auch hier oben der nächste Einsatz wieder rein. Der ist ja auch mit dabei, der Julienne-Schneider. Auf den Rahmen umdrehen und zuklipsen, dass das Ganze wechselt. Also alles, was Sie hier drüber hergeben, wird dann jetzt gestiftet. Die Möhre für Möhrensalate, Rettich, Gurke, Zucchini oder vielleicht eben auch mal ein Apfel drüber her. Also alles, was man hier drüber hergibt, ist im Handumdrehen schön fein gestiftet. Ich persönlich mag gerne Möhre und Apfel gemischt, ja, zu gleichen Teilen. Da kommt dann noch ein kräftiger Spritzer Zitrone oben drauf. Da haben Sie eine reine Vitaminbombe. Und zu guter Letzt, dann habe ich Ihnen auch wirklich alles gezeigt, diese feine Reibe. Die darf wirklich in keinem Haushalt fehlen. So eine Reibe braucht man unbedingt, wenn man frisch kochen möchte, für Ingwer, Zitronenschalen, Orangenschalen. Sie können damit alles, was Sie drüber hergeben, wirklich fein reiben. Ich zeige Ihnen mal das Schlimmste, was man überhaupt reiben kann, ist meiner Meinung nach Käse. Ich habe hier einen Emmentaler mitgebracht und der hat 45% Fett. Das ist somit das Schlimmste, was man reiben kann. Bitte? Und nicht im Kühlschrank. Und nicht im Kühlschrank, ganz genau. Der liegt ja bei den Temperaturen. Wenn man mit so einem Stück Käse über eine Reibe geht, das kennt jeder, da geht man zweimal hin und her, da klappt es zu. Das haben Sie bei dieser Reibe nicht. Wir haben ganz feine Zesten, die auf der Oberseite schneiden, aber doppelt so große Auswurflöcher auf der Rückseite. Ja, also da hat man wirklich einer nachgedacht.
Was ich hier drüber hergebe, fällt auch garantiert unten fein gerieben wieder raus. Ob das jetzt ein fettiger, weicher Käse ist, genauso aber auch gerne Parmesankäse, Ingwer, Meerrettich, alles was wirklich fein gerieben werden soll, machen Sie mit dieser Feinreibe. Und man sieht es ja auch, das ist ein Ergebnis, damit kann man arbeiten. Jetzt kommen wir mal zum Preis, weil bezahlbar ist das Ganze ja auch. Das Grundgerät besteht normalerweise nur aus zwei Teilen. Das ist einmal dieser Wechselrahmen und der Messereinsatz. Und so wie ich es jetzt in der Hand halte, kostet das Grundgerät hier auf der Messe 25 Euro. Die beiden Einsätze, die ich Ihnen gerade eben noch zeigen durfte, die sind ja nicht dabei normalerweise. Auf der Messe darf ich sie Ihnen aber dazu schicken. Das heißt, Sie haben bei uns wirklich das komplette Paket Messereinsatz, Julienreibe, feine Reibe und zum Schutz der Finger lege ich Ihnen auch nochmal diesen Restehalter oben drauf. Da hat man für 25 wirklich das komplette System. Letzte Frage habe ich noch. Ist irgendjemand gerade dabei, der unseren Schäler vielleicht schon zu Hause hat? Kennen Sie den schon? Schon mal gesehen, der Schäler hat dieselbe Klinge wie der Hobel. Das bedeutet, wenn Sie damit schälen, schälen Sie nicht nur in eine Richtung und gehen leer wieder zurück. Sie können den Schäler dran lassen, der schält hin und rückwärts. Also das können Rechtshänder, Linkshänder, Holländer, Sauerländer, ja, da kann also wirklich jeder mitarbeiten. Einmal in die Runde schälen und durch diesen Wellenschliff in der Klinge, das ist das Besondere an diesem Schäler, sehen Sie die feinen Spitzen in der Klinge. Man kann das auch hier auf der Vergrößerung nochmal deutlicher sehen. Also alles, was eine glatte Haut hat, ich denke da jetzt mal an Tomaten, ja, ein normaler Schäler rutscht an der glatten Haut ja nur vorbei, da muss man drücken, da ist die Tomate hin, deswegen werden die blanchiert, also Heißwasser, Kaltwasser. Diese Messer gehen sofort in die glatte Haut und schälen. Und zwar jedes Mal, wenn Sie den ansetzen. Das kann eine reife, weiche Tomate sein, Pfirsiche, Nektarine oder Mango, auch Paprika. Viele Leute können die Haut von Paprika nicht vertragen, da wird von aufgestoßen. Ansetzen und schälen. Also jedes Mal, wenn Sie ansetzen, schält er auch. Sie dürfen das gerne mal ausprobieren. Ist ein geniales Küchengerät. Und jetzt geht die Spargelzeit los. Sie könnten jeden Spargelschälwettbewerb mit unserem Schäler gewinnen, wenn man Spargel hin und her schälen dürfte. Ja? Die Messer machen das problemlos. Sie sind im Handumdrehen fertig. Allerdings, bei Spargel zieht man die Bitterstoffe mit hoch. Am besten den Spargel wirklich nur flach auf den Tisch legen, an der Spitze halten, da wird er ja nicht geschält, und einfach nach hinten wegziehen. Sie können ihn in die Runde drehen und Sie werden feststellen, bei diesem Schäler, egal wie oft ich hier dran herstelle, ich habe nicht einmal eine Haut in der Klinge, die man jetzt wieder wegflücken muss. Ne? Einfach nur arbeiten, so macht es auch Spaß. Bezahlbar ist dieser Schäler auch, egal wo man den kauft, der kostet überall 10 Euro, das ist ein fester Preis vom Hersteller. Wenn Sie den zum Hobel mit dazu nehmen möchten, darf ich Ihnen hier nochmal ein Messerangebot machen. Also 25 plus 10 machen wir am Werbestand eine glatte 30 draus, da haben Sie wirklich ein rundum Sorglospaket, da fehlt es wirklich an gar nichts. Also ist wirklich ein geniales Arbeiten. Sie haben bei uns 2 Jahre volle Garantie auf diese Geräte. Hier nochmal meine Anschrift, Telefon, unser Internetshop, wo Sie jederzeit auch andere Artikel von uns nochmal per Video anschauen können oder eben auch nachbestellen können.